Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei FIFA 17 The Journey. Schön, dass du dich hergefunden hast und Alles klar, Kevin. Ja, klar. Schön, dass du hergefunden hast und ja, wir machen weiter. Wir sind angekommen in Tottenham. Wir haben unser erstes Premier League Spiel gehabt von Anfang an gegen Manchester City und hatten da eine mehr als gute Leistung. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne reinschalten. Das ist die Folge von gestern und heute steht es an, Freunde. FA Cup gegen Everton zu Hause, diesmal wirklich. Und ja, was schreibt in der Social Media gegen unser Debüt? Was sagen sie denn? Des Kelly schreibt, Tottenham holt sich den Sieg und einer der Hauptgründe ist die Leistung von Alex Hunter. Paula Fake Oil, wow, 0-2 gegen Manchester City, also 2-0, das war sein Ergebnis. Alex Hunter erfolgreich, erneuter Sieg für Tottenham. Das Beste am heutigen Spiel war das Tor von Alex Hunter, der Nachwuchs macht das schon. Okay, Freunde. Das ist echt eine gute Kritik und ja, ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, wir starten jetzt durch, was auch immer jetzt kommt. Was? Was zum Teufel war das? Haben wir da gerade unsere eigene Ultimate Team Karte gesehen? Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. War auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, am Ende ist es möglich, dass man Alex Hunter für sein Ultimate Team bekommt. Und ja, vielleicht sollten wir uns darauf auch mal ein bisschen konzentrieren. Aber heute steht erstmal Training an vor dem FA Cup Spiel. Alles klar. Butler, wir machen das. Gaffer wants our numbers up for the weekend. So I want to see smart decisions and good movement off the ball. Okay, das sollte eigentlich möglich sein. Ey, Rondo ist immer ein bisschen schwierig. Beim letzten Mal hatten wir da so ein bisschen Probleme. Aber wir probieren natürlich unser Bestes wieder, erneut. Na klar, darf man natürlich auch nicht jetzt irgendwie aufhören, weil man da beim letzten Mal irgendwie verkackt hat oder so. Da muss man natürlich seinen Kopf heben und nach vorne schauen. Und ich denke, das können wir momentan sehr, sehr gut. Und deswegen geht es hier erstmal an die Pässe. Upsala! Wunderschön, sehr schön gespielt. Das war nicht so gut gespielt. Und das war auch nicht so gut gespielt. Aber vielleicht, zack. Naja. Jetzt aber. Rein damit. Sauber, Jungs. Vielleicht mal mit Wumms oder was? Zack, jawohl. Genau so gefällt mir das. Jetzt wieder die Sonne kommt jetzt auch langsam wieder raus. Frühjahr, der Frühling kommt langsam auf uns zu. Das ist doch schön, Freunde. Ich bin ja sowieso eher der Sonnenfreund. Und das A haben wir auch schon abergattert. Perfekt. Können wir auch mal ein bisschen rumspielen hier. Woo! Das ist ein schönes Gefühl. Exzellent, 13.000 Punkte. Aber jetzt, Freunde, das El Rondo. Das ist bisher so die Masterdisziplin für mich. Weil das ist echt anstrengend. Also richtig schwierig. Aber vielleicht kriegen wir das diesmal ein bisschen besser hin. Müssen wir natürlich ein bisschen schneller sein hier, ne? Sehr schön. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Super. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Bisher haben wir es noch nicht so schlecht gemacht. Und wir haben das A, Leute. Wir haben das A beim ersten Versuch. Was ist hier los? Ist das vielleicht wegen unserem Selbstvertrauen derzeit? Oder was ist hier los? Ich weiß auch nicht. Beim letzten Mal haben wir so verkackt, ne? Jetzt ist der Ball zwar weg, aber das macht überhaupt nichts. Wir sind schon bei 20.000 Punkten. Vielleicht liegt das auch an einem Verständnis mit den Teammates. Das kann natürlich auch alles sein. Aber was ist hier? Guckt euch das an. 24.000 Punkte. Beim ersten Versuch. Sauber. Ich würde sagen, das FA Cup Spiel kann kommen, oder? Also ich fühle mich auf jeden Fall bereit jetzt nach dem Training. Ich fühle mich warm geschossen. Und ich habe Bock. Ich habe sehr, sehr viel Bock. Richtig viel Bock sogar. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Warte mal, wir haben zwei Skillpunkte, die können wir nochmal zuteilen. Weitwurf, Stärke, Powerkopfball. Vielleicht mal das Spezialbewegung-Ding reinmachen. Vielleicht.
Komm, machen wir das. Zack. Können wir vielleicht mal ein bisschen Dribbling versuchen. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Training gehabt in der letzten Zeit. Erst in der letzten Folge haben wir ja Training in Bezug auf Dribbling gehabt. Und was sagt unsere Mutter? Du warst diese Woche großartig, Alexander. Du stehst verdientermaßen im EA Sports FIFA Team der Woche. Ach, da war das. Deswegen war das. Wir waren im Team of the Week von Ultimate Team. Ja, nice. Das ist meine Leistung. Freunde, FA Cup oder was? Come in. Alex, no need to sit. This won't take a minute. Just wanted to give you a heads up. You'll be in the stands for our next was? FA Cup match. Warum? What? FA Cup matches aren't like anything you've ever played in before, lad. It's all blood and thunder out there, and we're going with experience here to get a good start. Aber das gibt's doch nicht. Understood? Yeah. Das gibt es doch nicht. Wie lange sollen wir noch darauf warten? Guck mal, wir wurden ins kalte Wasser geworfen. Gegen Manchester City, haben zwei Tore gemacht. Und dann erzählen die mir, dann erzählt Butler mir, wir hätten die Erfahrung nicht? Das kann doch nicht sein. Das ist doch scheiße. Aber gut, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Es geht nicht anders. Reserve. Ja, super. Haben immerhin 2-0 gewonnen, das ist schon mal gut. Gut, da müssen wir vielleicht doch nochmal auf den FA Cup Einsatz warten. Müssen uns vielleicht in der Liga nochmal ein bisschen beweisen. Ah, das ist schade. Das ist echt schade. Aber gut, machen wir nicht. Können wir nichts dran ändern. Vielleicht jetzt gegen Sunderland. Vielleicht können wir da ein bisschen Eindruck schinden. Schön, dass Alexander statt Gas Walker haben. Hunter ist ein super Spieler, der muss in die Startaufstellung. England hat sich blamiert, jetzt sollte vielleicht die Jugend ran. Wie wäre es mit Alexander oder Gas Walker? Ja, wenn wir so weitermachen, kommt wahrscheinlich auch die Nationalelf in Frage. Aber darauf sollten wir uns jetzt nicht konzentrieren. Wir konzentrieren uns erstmal auf das nächste Spiel. Wo wir diesmal wirklich dann auch in der Startelf stehen. Gegen Sunderland im Stadium of Light, meine Damen und Herren. Und ja, da sehen wir schon. Wir sind wieder am Start. Natürlich gilt es auch hier wieder, die 3 Punkte abzuergattern. Auf geht's, Freunde. Und wie gesagt, im Hinterkopf schön den FA Cup behalten. Wir müssen einfach mit der Leistung weitermachen. Dann werden wir früher oder später, werden wir dann unsere Chance kriegen. Schade. Es war vielleicht ein bisschen verspielt gerade. Ah, jetzt nicht zu verspielt werden, weil wir jetzt die Tricks haben hier. Hunter, das ist nicht gut. Sagte er und machte einen Trick. Ah, das ist schlecht. Nee, nee, nee. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu selbstbewusst hier werden. Okay, mal ganz ruhig gerade. Wir wollen gerade ein bisschen zu viel. Vorsichtig. Jawohl. Immerhin mal ein schöner Zweikampf jetzt erstmal. Das ist schon wichtig, um in das Spiel ein bisschen reinzukommen. Und bisher sind wir noch nicht im Spiel drin. Sauber. Aufpassen jetzt, dass wir den Ball nicht wieder verlieren. Ah, shit. Schön. Oh, Schiri, komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ärgerlich. Ah, ich dachte gerade, wir hätten den Ball. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Komm, Alex. Oh, schade. Okay, wir kommen jetzt langsam ins Spiel rein, habe ich das Gefühl. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu offensiv an die ganze Sache rangehen, dass wir hier hinten Räume erschaffen, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Weil das ist nicht gut. Und da wird der Trainer auch nicht so zufrieden sein. Ich bin gespannt, was er gleich in der Halbzeit zu sagen hat, aber noch ist ein bisschen Zeit.
um mir noch was besser zu machen. Schönes Ding. Wichtiger Zweikampf. Jawohl. Ah, schade. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen warten sollen. Sehr schön gemacht. Oben. Jawohl. Ah, falscher Pass. Das war schlecht. Hätten wir ihn vielleicht mal machen lassen sollen. Das war vielleicht ein bisschen blöd jetzt, den Ball da zu fordern. Ah, komm nachrücken. Wir sind nah dran. Leute, macht mir jetzt keinen Blödsinn da hinten, ja? Ich will. Jawohl, genau das meine ich doch. Schön eiskalt agieren. Super. Oh, warum passt er denn so? Warum passt er denn nicht in den Lauf? Ich glaube, da hätten wir sogar den Kopfball fast mal. Ich glaube, da waren wir eigentlich für den Kopfball richtig gut platziert. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ein Versuch wäre es möglich gewesen, ey. Schönes Ding. Ah, schade. Mann. Die Pässe kommen nicht durch. Okay, das war keine erste gute Halbzeit. Da müssen wir noch ein bisschen drauf aufbauen. Ich glaube, da wird der Trainer jetzt auch einiges zu sagen haben. Oh, das geht eigentlich. Du musst am Timing deiner Zweikämpfe arbeiten. Ja, das stimmt eindeutig, Trainer. Aber vor allem müssen wir daran arbeiten, dass wir hier nicht mit zu viel Selbstbewusstsein an die Sache herangehen und nicht zu viel wollen, hier die ganze Zeit rumtricksen und sowas. Das bringt natürlich gar nichts. Und das bringt uns auch nicht den FA Cup näher. Und vor allem nicht die 3 Punkte, die wir hier in dem Spiel absahnen wollen, ne, Freunde? Darum geht's ja auch. Schön vorsichtig. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass die langsam so ein bisschen... dass die langsam so ein bisschen mutiger werden. Mann, diese Pässe, die sind eigentlich, also diese Positionen, wo ich die fordere, sind die eigentlich gar nicht so schlecht. Nur die sind halt ein bisschen blöd gespielt. Da kriege ich dann natürlich die Schuld, weil ich halt gefordert habe, klar. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht jetzt. Oh. Schön, immerhin mal den Ball rausgeballert. Das ist bisher gar nichts. Aber vielleicht geht noch was. Ganz ruhig, Kevin. Überhaupt nicht aufregen jetzt. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Haut da raus, das dürfte eigentlich kein Problem sein für uns. Jetzt vielleicht mal. Unser. Ich hab doch den Ball laufen lassen. Wie soll ich den Ball laufen lassen, wenn da einer steht vor mir? Klar, geht er dann raus. Oh, wir werden ausgewechselt? Ernsthaft? Okay. Trainer ist wohl nicht zufrieden mit der Leistung. Scheiße, ey. Spiel fortsetzen.
will mir das anschauen. Natürlich schauen wir uns das an. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt ausgewechselt wurden. Aber vielleicht können die Jungs noch was machen. Das kommt natürlich auch noch vor. Auch manchmal vorher gerade noch den Hühnflug gehabt gegen Manchester City. Und jetzt wirst du dann eine halbe Stunde vor Ende, wirst du dann ausgewechselt. Das ist natürlich nicht so geil. Was will man machen? Vielleicht läuft ja noch was. Es geht. Hauptsache 3 Punkte. Komm schon. Oh. Schade. Schade. In der Zeit kann ich mal was trinken. Ist ja auch gut, gerade auf vom Platz runter. Jungs, vorsichtig, Leute. Das sind halt Ballverluste, die sind zu einfach. Und jetzt haben wir richtig viel Platz da hinten. Nein! Oh Gott, der ist zum Glück zu weit. Der ist zum Glück viel zu weit. Vielleicht werden wir ja wieder eingewechselt. Oh Mann, ey, das ärgert mich. Das ärgert mich natürlich. Aber wir machen gut Druck da vorne und gattern eigentlich schnell den Ball, nur das Tor fehlt halt. Vielleicht sind die 3 Punkte noch drin. Na? Geht was da vorne? Der Raum, wo ist die Lücke? Da ist die Lücke, vielleicht jetzt! Oh. Schöner Schuss. Direkte Abnahme. Wie soll es auch anders sein? Jetzt Eriksen. Mit der Ecke, aber kann er leider nicht verwandeln. Und jetzt kann natürlich der Konter geschoben werden. Aber da fehlen noch die Männer. Über DV. Und ja, der kriegt irgendwie einen Blackout und läuft einfach ins Aus. Kann natürlich auch mal passieren, ne? Dia, Ali. Nie. Dembélé, aber der Pass war tongenau. Da passt natürlich die Abwehr von Sunderland besonders gut auf. Und jetzt wieder viel, viel Platz für Sunderland vorne. Van Aanholt jetzt. Vielleicht mit der Flanke. Vorsichtig, Leute. Das kann sehr gefährlich werden, obwohl wir jetzt schon die 90. Minute schreiben. Aber es heißt aufpassen. Ketamo. Pina. McNair. Und das ist das Spiel aus, Freunde. 1-1. 0-0 ist das Ding ausgegangen. Immerhin 1 Punkt mit nach Hause genommen. Wir wurden ausgewechselt eine halbe Stunde vor Spielende. Aber es kann ja auch mal passieren. Stürze dich nicht immer Hals über Kopf in die Zweikämpfe. Dränge deinen Kontrahenten ab und versuche ihm den Ball abzunehmen. Wir haben eine Bewertung von 6,6 ergattert. Und ja, so ist das halt. Da müssen wir jetzt mit leben. Da müssen wir jetzt mit leben und schauen, was wir jetzt da umsetzen können, was wir jetzt da als Lehren rausziehen können. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall tun. Die Bewertung vom Trainer ist auf jeden Fall zum Glück nochmal nicht runtergegangen. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht. Sind auch in der Stufe gestiegen. 71. Und weiter geht's. Mal gucken, was jetzt ansteht. Ich vermute erstmal Training. Sind immer noch Achter mit dem Punkt. Und Charlie Wayett schreibt am Ende, kein Sieger in der Partie zwischen Tottenham und Sunderland. Sah für mich so aus, als könnte Alexander nochmal was reißen. Ja, schwierig, schwierig. Also jetzt ist erstmal Trainingstag angesagt, defensiv. Und Morning, gentlemen. Hope you're all well rested. We've got a special treat for you today. Focus training. Hard, precise, accurate. Alles klar. Vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen regenerieren. Tackling today. I think that sounds like a great idea. Ja, Zweikämpfe klingen eigentlich immer ganz nice. Wie gesagt, vielleicht können wir jetzt ein bisschen regenerieren und mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Klar, wir haben im ersten Spiel für Furore gesorgt und vielleicht hatte das ein bisschen im Kopf sich festgesetzt. Und das geht natürlich nicht. Weg damit. Ah, das ist nicht gut. Das sieht schon besser aus, Alex. Sehr gut. Oh. Ja, Zweikämpfe müssen wir noch ein bisschen üben.
Aber so, das sieht doch ganz gut aus hier. Schön die Kontrolle behalten, schön Geduld haben. Oh Gott, aber doch nicht so. Oh, das war schon klar, dass er zurückzieht. Und das A ist schon sicher. Sehr gut. Sehr gut. Also es sieht so aus, als würden wir den Kopf so langsam ein bisschen frei bekommen. Ein bisschen mal entspannen. Und einfach mal wieder auf die wichtigen Dinge setzen. Einfach, dass wir halt uns fokussieren. Nicht so viel auf uns eigen, auf uns selber gucken, sondern aufs Team schauen. Und daran auch im Spiel denken. Wow. Das war gut gemacht, ey. Das muss man sagen. Und das war nicht gut gemacht. Mann, Alex. Schade. Aber das war schon besser. Sehr schön. Sehr schön, Jungs. Genauso muss es laufen. Genauso, aber das war ein bisschen zu schlecht. Das A sollte eigentlich drin sein. Genauso, Alex. Sehr gut. Nicht den Platz geben, nicht den Platz geben. Zu viel Platz. Oh Gott. Schön. Wichtig. Und das war auch wichtig. Komm, wir packen das jetzt. Komm, Leute. Aber nicht so. Nicht so. 10 Sekunden haben wir noch. Ich glaube, das ist der vorletzte Versuch jetzt. Aber das war nochmal gut. Vielleicht können wir jetzt. Jawoll. Jawoll. Immer schöne Grätsche hier. Die hat auch noch gepasst. Und das A wäre wieder abgesahnt. Sehr schön, Leute. Und ja, war gutes Training. War sehr gutes Training. Beides mal A. Das ist eigentlich immer gut. Und ja, mal schauen, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Welches Spiel, vor allem ob jetzt ein Spiel auf uns zukommt, das sehen wir dann. Immer noch Achter. Und im nächsten Spiel geht es gegen Middlesbrough. Zu Hause ist Elfter in der Tabelle und ja, ich würde mal sagen, das machen wir dann morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Auch euch hat die Folge gefallen. Gerne Feedback da lassen. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder, wenn ihr wollt. Wir sehen uns. Bis dann, Freunde. Ciao. Shut down your flame to the fire. It's free.